Vor ein paar Jahren bin ich im Auto gefahren und hörte in der Adventszeit ein wunderbares Gedicht. So wie ich bin, habe ich mich dann gleich auf die Suche begeben und habe im Internet dieses wunderbare Gedichtsbuch von 1926 entdeckt. Es ist von Alfred Georg Hermann Henschke, genannt Klabund. Er lebte von 1890 bis 1928. Als Gott der Herr auf Erden ging. Als Gott der Herr auf Erden ging, da freute sich ein jedes Ding. Ein jedes Ding, ob groß, ob klein, es wollte doch gesegnet sein. Die Kreatur in ihrer Not, der Mensch in Kümmernis und Tod, der breite Strom, das weite Land, sie fühlten Gottes Gnadenhand. Es hört der Frosch zu quaken auf, der Hund hält in seinem Lauf, der Regen hätte geregnet nicht, bevor ihn Gott gesegnet nicht. Der hohe Turm verneigte sich, die Antilope zeigte sich, und Efeulaub und Wiesengrün erkannten und lobpriesen ihn. Von aller Art der Mensch allein geriet in Schand und Sündenpein. Hätt er nicht Gott so oft verkannt, er ging noch heute durch das Land. Hätt er nicht Gott so oft gesteint, wir wären noch mit ihm vereint. Die Erde wär das Himmelreich und jeder Mensch ein Engel gleich. Ich wünsche euch allen eine gesegnete und achtsame Adventszeit.